Hier kommen die beiden Führenden, Luca und Jörg, und auch Jenny und Sascha sind im Anmarsch. Mark hatte die letzten drei Tage ein Pokerface. Ich weiß nicht wirklich, ich tippe aber drauf, dass er ganz schön was abliefern wird. Der wird richtig einen raushauen. Also wenn der da nicht Vollgas gibt, dann wäre ich auf jeden Fall so enttäuscht und nicht nur ein wenig. Die Erwartungen an den heutigen Gastgeber sind hoch. Na, Mark, brennt dir vor dem Startschuss noch was unter den Nägeln? Mein Rat an die: genießen. Oh, bin geflasht. Ja, Lieben, wo wollen wir sitzen? Hier, oder? Auswahl ist groß. Ja, ich bin direkt erstmal zu dem schönen gedeckten Tisch gegangen. Schaut gut aus. Die Dame. Oh, sehr galant, der feine Herr. Schick hat das hier der Mark, ja? Guck dir mal Boot da an unter der Ecke, das Ruderboot. Ja. Mhm. Passt richtig gut auch jetzt mit der Nähe. Ich meine, wir sitzen drinnen und ich habe einen Elbblick. Ne? Das ist natürlich super. Ja, ist eine absolut wertige Location, wenn man reinkommt und dann den Mark die letzten Tage kennengelernt hat, dann weiß man, hier passiert auf jeden Fall was. Hier kommt euer gut gelaunter Gastgeber samt Begleitung. Oh, Mark. Ich verzichte mal auf die Herrschaften. Ich sag hallo Ragazzi, weil das einfach fröhlicher und durch dich einfach noch mal. Ich fühle mich schon fast wie zu Hause. Genau, was Freundschaftliches hat. Stell euch Sarah vor. Hallo. Unser größtes Lächeln, unser größtes Herz, wird es euch heute schenken. Mit allem, was wir hoffentlich euch zu bieten haben. Ich fand das bemerkenswert, wie er sie vorgestellt hat. Das war total niedlich, ja, weil er direkt gesagt hat, das ist Sarah, das ist unser breitestes Lächeln. Und das ist so eine Qualität an Servicekräften, die eigentlich nie genannt wird. Aber das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine Servicekraft, die dich den ganzen Tag stur und stoisch anguckt. Eine schöne Wertschätzung an einen Mitarbeiter. Und zwar eigentlich die schönste, die man machen kann. Die vielgelobte Sarah schreitet jetzt zur Tat und überreicht euch die Karten. Was sagt ihr denn zum Angebot? Also die Küchenrichtung ist ja schon mal sehr kreativ, ihr Lieben. Ja? Also ich habe hier wirklich Kombinationen auf der Karte zu stehen, die ich so noch nirgendwo gesehen habe. Super interessant, auch die Beschreibung eher understated. Da stehen die Produkte drauf, es steht in den seltensten Fällen eine Zubereitungsart drauf. Das heißt, so ein bisschen einen Überraschungseffekt hast du immer, wenn der Teller zu dir kommt. Ich mag es sehr, ich finde sowas klasse. Reduziert auf das absolute Mindeste. Also das ist einfach irgendwann mal so eingekehrt. Ich kann mich auch erinnern, ich würde jetzt mal tippen, dass ich die Karten seit 12, 13 Jahren schon so schreibe. Es bedarf aber trotzdem gerade deswegen einer höheren Erklärung am Gast. Genau, je mehr Erläuterungen im Vorfeld, desto weniger Überraschungen im Nachhinein. Die Bestellungen stehen, Jenny leistet Mark beim ersten Gang Gesellschaft. Komm rüber, schöne Küche. Komm rüber. Genau, mein Reich. Wir werden jetzt unser Thunfisch-Sashimi mit Brioche zubereiten. Ein Sashimi ist natürlich, glaube ich, jedem schon bekannt, ne? Roher Fisch. Fangen direkt an mit den Äpfeln. Wir werden daraus ein grünes Apfelpüree machen. Hier nimmt er einfach einen Granny Smith Apfel übrigens, weil er wahrscheinlich die Säure haben will, ne? Um die Äpfel zu mixen, benutzen wir eingekochten Apfelsaft. Der ist auch schon ausgekühlt, also dass wir die Inhaltsstoffe einigermaßen behalten, dass nicht alles ausdampft. Und wir werden das Ganze auch färben, um noch mal den grünen Apfelcharakter herauszufiltern, mit einer Mischung aus gefräster Petersilie und gefrästem Kerbel. Und so kriegst du halt einfach wirklich eine natürliche, schöne grüne Farbe da rein. Dann habe ich reduzierten Weißwein. Ja, das ist ungefähr eine Menge von 6 normalen Weißweinflaschen auf die Menge reduziert. Hier unten setzt sich der Weinstein ab, ein sicheres Zeichen dafür, dass es wirklich runtergekocht ist. Extrem starke Säure. Wenn das Weißwein ist, warum ist das so dunkel? Weil alles, was an Farbe in diesem Weißwein ist, und du hast in jedem Weißwein Farbe, im Prinzip bis zum Boden reduziert wird und dementsprechend auch die Farbe sich dann verdunkelt. Ja, cool. Nicht zu missverstehen, da gibt es jetzt keine Farbe, Weißwein. Ne? Es ist natürlich, der Zuckergehalt ist ja allein schon da drin. Und wenn du es wirklich stark, stark einreduzierst, dann wird es schon dann, aus dem weißen Weißwein wird dann schon was, vielleicht nicht ganz so bräunlich, dachte ich eben gerade, aber auf jeden Fall kriegt es eine andere Farbe und es wird dunkler, ja. Die herrlich grüne Kreation wäre dann soweit.
Was kommt als nächstes? 2-3 Esslöffel von dieser Masse in ein Suttoir. Erwärmen das ganz leicht, lösen da drin die Gelatine auf, geben das zurück zum Apfel, mixen das noch einmal, dass alles schön verteilt ist. Jetzt gießen wir es aus. Es ist ein Apfelpüree zum Schluss. Ja? Aromatisiert für den Thunfisch und Step 1 erledigt. Das war das längste von allen. So, Jenny, jetzt machen wir den Thunfisch. Das ist ein Yellowfin-Filet. Sogenannte Sashimi-Qualität, nicht so stark durchsehend, eine schöne Größe gehabt, eine Grundgröße. Ungefähr von ca. 15 Kilo, also schönes Tier. Für den Rohverzehr tipptopp geeignet, das Beste, was man kaufen kann. Ja, eine schöne tiefrote Farbe, so wie man das da auch sieht. Ne? Und da schneidet ihr uns jetzt hoffentlich dann ein paar schöne Stückchen aus. Ne? Da brauchst du auch wirklich nichts, die kannst du so weglaschen. Ne? Wenn Marc die Konkurrenz hinter sich lassen will, braucht er mindestens 37 Punkte insgesamt. Ich kann den gar nicht so gut schneiden wie der Piotr. Kannst du den nachher schneiden? Ich krieg das irgendwie nicht hin heute. So, hier, hau auch mal ein Stück rein. Okay, Kinder, dann ist das auch weg. Ich gebe dir das mit. Und dann machen wir jetzt die Folie. Das kann ich besser als Thunfisch schneiden. Eieiei. Das ist ja geil. Ich kann heute nicht so schön schneiden, das ist ja auch Quatsch. Der will uns einfach nur noch ein bisschen was anderes zeigen. Kurze Aktion à la Marc und jetzt kommt noch was. Wir haben hier Ingwer, der in Zuckerwasser eingelegt wurde, ungefähr einen Monat lang. Und dann wurde der Saft abgeseit und diesen Saft, der hat jetzt eine super Ingwerstruktur, der hat eine schöne Süße und hat jetzt aber auch die Schärfe, die wunderbar zum Wasabi passt. Junge, Junge, ne? Der hat Ideen. Auf 1 Liter Flüssigkeit für eine Folie gebe ich 4 Gramm Agar-Agar und 4 Blatt Gelatin. Er will was ganz Dünnes da erschaffen und das nennt er Folie, also hauchdünn. Und tatsächlich ist es so, dass Agar-Agar, also aus einer Alge, ist ja Agar-Agar gemacht, rein pflanzlich. Und dann wiederum die Gelatine klassisch, ne? Dass diese Mixtur von beiden die richtige Struktur für seine Folie gibt. Wichtig ist, dass es ganz dünn ausgegossen wird jetzt. Und das reicht auch schon. Wichtig ist, dass es einmal geschlossen ist. Und dann geht das Ganze auch ins Kühlhaus und wird in relativ kurzer Zeit gelieren. Und so sieht das Ganze dann aus. Der erste Gang ist servierbereit. Jetzt kommt es darauf an. Wird es ein fulminanter Auftakt, beginnen wir mit Lukas Tomatensalat Kammmuschel. Was genau steckt dahinter? Das ist vielleicht mal wichtig zu erklären. Es gibt über 100 Arten von Kammmuscheln. Und eine davon ist die Jakobsmuschel. Der Italiener in der Runde beginnt. Ich glaube, das Wort Understatement ist mir die Woche schon ein paar Mal rausgerutscht, aber noch nie hat es so gut gepasst wie hier. Das ist handwerklich auf einem super Niveau und es ist kreativ auf einem absoluten Weltklasse-Niveau. Weil das sieht man auf den ersten Blick nicht, aber diese Unterkonstruktion, auf die dieser Tomatensalat hier angerichtet wurde, die geht von hier durchgehend bis hier hinten. Und das ist komplett der Kern einer Ochsenherztomate. Anrichteweise eine glatte 1. Die Ochsenherztomate wurde hier entkernt. Auch die Polpa wurde entfernt. Sie wurde gehäutet vorher. Und dann einmal der Länge nach die Scheibe aufgeschnitten. Und er nutzt die einzelnen Segmente Fruchtfleisch, um diesen Tomatensalat, der dann aus insgesamt 4 weiteren verschiedenen Tomatensorten besteht, sozusagen zu separieren. Abgefahren. Da muss ich gerade meinen Kopf wieder gerade machen. Da bin ich jetzt kleben geblieben am Teller. Die Kammmuschel oder Jakobsmuschel, die ich hier habe, ist gebraten von beiden Seiten mit hoher Temperatur, aber eben nur ganz kurz, was dazu führt, dass man sie wirklich schön mit ganz wenig Druck in ihre einzelnen Segmente zerlegen kann. Es ist ein ganz zartes Fleisch, hat einen leicht fischigen, leicht süßlichen Geschmack. Absolut hervorragende Fischqualität, auf den Punkt gebraten. Insgesamt fehlt mir auf dem Teller vielleicht etwas Knuspriges, was noch mal eine zweite oder dritte Textur, besser gesagt, dritte Textur auf den Teller bringt. Insbesondere bei so einer Anrichteweise, wenn man sich so viel Arbeit und so viel Mühe macht. Ich bin ja auch ein Fan, Luca, von so knusprigen Elementen. Aber es gibt Momente, wo ich einfach sage, nee, jetzt brauche ich nicht auch noch was Knuspriges. Also das ist ja wohl eine Vorspeise gewesen, die seineszeichen sucht. Für Jenny gibt es gebeizten Lachs, Kimchi-Gurke, Sesam-Eigelb und 5 Gramm Kaviar.
Und was sagst du zu deiner Wahl? Zu meinem Lachs, das kann man halt sehr gut sehen. Ich kann ihn mit der Gabel auseinanderziehen. Der ist butterzart, so ist es für mich auch im Mund. Ich kann den mit der Zunge am Gaumen selber auseinandernehmen, ohne dass ich halt drauf beißen muss. Es ist natürlich super. Und dass das auch dann so auseinandergeht und so zart, das ist halt ein Zeichen von A, einer Top-Ware und B, einfach toll gebeizt. Ich habe in meinem kleinen Schälchen eine Sesampaste drin gehabt mit einem warmen Eigelb, worauf Kaviar gesetzt worden ist, der auch ganz, ganz fein vom Geschmack her ist. Schmeckt der Kaviar da für dich fischig irgendwie oder ist er sehr angenehm? Weil manchmal ist es ja so das Problem, wenn man Kaviar auf etwas Warmes gibt. Aber ich denke mal, das Eigelb war ja mehr so lauwarm. Genau, also das Eigelb übertrumpft natürlich den Kaviar, aber ich schmecke jetzt auch nichts Fischiges raus. Fischig ist ja nicht die richtige Begrifflichkeit, ne? Aber ich glaube, wenn jemand einfach das erste Mal ein Kaviar isst, dann darf er auch ein bisschen das Meer auf der Zunge beschreiben. Weiter geht's mit Jörgs Bestellung. Yellowfin Tuna, Kalbsglas, Brioche, Zitronenponzo-Chutney und grüner Apfel. Der Thunfisch selbst ist eine super Qualität. Das merkt man ganz einfach am Geschmack mit der Marinade zusammen. Dieses leicht glasige. Der ist also nicht durchgebeizt, hat genau den richtigen Punkt. Der ist gar nicht gebeizt. Der ist roh. Unheimlich aromatisch, sehr fein, sehr saftig. Dann haben wir hier unten diesen Brioche, aber als Chip. Ja, ich lege das hier mal ganz kurz frei, auch wenn es eigentlich schade ist, weil ich sofort gerne reinbeißen würde. Dieser Chip dort ist auf einer Kalbsglas. Man sieht das hier unten. Und diese Kalbsglas bringt so dieses Umami, diesen Fleischgeschmack, diese kräftige Würze. Und das Ganze in Verbindung fand ich für mich absolut stimmig. Da musst du mal drauf kommen, da oben in deinem kranken Hirn als Koch. Ne? Der bringt durch die Kalbsglas einen Umami-Geschmack. Das ist ja der fünfte Geschmackselement, den wir jetzt seit Jahrzehnten auch kennen. Dem man eben diese Fleischigkeit nachsagt. Was soll ich dazu sagen? Ein Gedicht. Große Worte. Wird Sascha auch voll des Lobes sein? Er genießt Carpaccio vom Black Angus Beef, Keimöl, Trüffelcreme und Parmesan. Wie man sieht, also mir schmeckt es gut. Ich finde die Tellergröße sehr gut gewählt. Und es war als ein langer Streifen gelegt. Das war auch eine sehr schöne Anrichteweise. Es ist frisches Rinderfilet auf jeden Fall. Also bei meinem Rinderfilet hat man wunderbar gesehen, dass das Fett sich durch das ganze Filet zieht und aber auch nicht punktuell nur ist, sondern wirklich in die Muskelfasern eingewachsen ist. Also langsam aufgewachsenes Rindfleisch. Dadurch nimmt das Eigengeschmack an und dadurch ist es auch echt lecker. Für mich hätte die Trüffelcreme persönlich ein bisschen stärker vom Trüffelgeschmack her sein können. Beim Pesto ist es so, wenn man zu viel Nüsse oder zu viel Käse zugibt und dadurch, dass ich ja auch Käse auf dem Teller drauf hatte noch zusätzlich, Käse ist ein Hochfettträger und dadurch schluckt es oft die Grundaromatik. Und die Grundaromatik ist ja in dem Fall bei dem Pesto der Trüffel. Und darum hätte man vielleicht noch einfach eine Mühe mehr Trüffel reingeben können, um einfach das Aroma besser ausarbeiten zu können. Ich persönlich hätte es vielleicht etwas anders gemacht, aber jeder hat seinen Kochstil. Marc ist, denke ich, sehr geradlinig in seinem Kochstil. Das erste Urteil. Das wird ja eine spannende Tendenz, ne? Hat es euch geschmeckt? Wie viele Punkte bekommen die Vorspeisen? Meine Tendenz für dich? 9 Punkte. Danke. Meine Tendenz? 10 Punkte. Dankeschön. Jenny, wie viele Zähler spendierst du? Meine Tendenz? 10 Punkte. 1000 Dank. Sascha, du bist? Meine Tendenz für dich? 8 Punkte. Was? 8 Punkte wegen Trüffel. Riesenfreude beim Gastgeber. Wenn Marc dieses Niveau hält, könnte es für die Führung reichen. Männer, ein tolles Feedback bekommen. Top Job. Zweimal eine 10, ihr könnt weinen, ja. Also da freut sich einer über die Tendenz wie ein kleiner Junge, ne? Und natürlich hier unser Heulbären. Ihr könnt heulen. Jörg ist bei der Zubereitung der Hauptspeisen live dabei. Oh, Marc, schön, dass ihr über die Schulter schauen darf. Machst du mal Feines? Ich bereite den Hauptgang vor, unseren Lammrücken im Tramezzini-Mantel. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall einen Lammrücken, Tramezzini-Brot, das kennen wir ja so ein bisschen. Ne? Ich überspitze das mal, ne? Das italienische Toastbrot. Ne? Bisschen feinporiger, ohne Rinde. Bin ich mal gespannt, aber ich gehe davon aus, das wird eingewickelt.
Ich löse jetzt den Rücken hier raus aus der Fettschicht. Verwendest du eigentlich den ganzen Rücken oder bloß ein Teilstück? Weil der zum Nacken hin, zu dem Bereich, wird der ein bisschen durchwachsener, ja? Was eigentlich schöner ist, weil er saftiger ist an der Stelle. Saftiger ist, mehr Fett, Fett ist Geschmack. Genau. Ja? Weil du es bist, nehme ich das Antrikotstück, das ist das hier, und lass mal das Roastbeefstück oder den Sattel, den Lammsattel sozusagen weg. So, du siehst hier jetzt schon den Unterschied zwischen den zwei Fleischstücken. Wir haben hier das, das Antrikot, das ist ein bisschen runder, es ist ein bisschen verzogener. Es wird nach dem Garen durchaus saftiger. Sicherlich ist immer Auslegungssache oder Befindlichkeit des Koches, ob lieber Antrikot oder der andere Teil. Aber Antrikot ist einfach mehr Fett durchwachsen und dementsprechend auch saftiger und gibt mehr Geschmack ab. Weil ein Lamm, junges Tier, ist der Eigengeschmack noch nicht so ausgeprägt. Und das unterstützt das Ganze. Lammrücken habe ich verstanden. Ob man jetzt ein Oberfilet noch ein bisschen drauf lässt und einen kleinen Fettstang, kann man nämlich auch wegputzen. Es ist genauso fein und dann ist es weg. Ne? Leute, ne? Ist ja gut, wenn ihr was wisst, aber irgendwie jetzt reicht es auch mal. Ne? Manchmal ist weniger eben mehr. Für den extra Geschmackskick bereitet Marc zum Lammrücken einen Wasabi-Jus vor. Jetzt packen wir uns den Quatsch hier noch ein bisschen an die Seite, ab in den Kühlschrank und dann ab zum Tramezzini. In Italien sind die vor allem als kleine Zwischenmahlzeit extrem beliebt. Unser Tramezzini. Ein sehr dicht gebackenes Weißbrot. Das Besondere, was wir machen, ist, wir belassen die Struktur genauso, wie sie ist. Und haben dann außen eine goldgelbe Farbe. Die Stärke bleibt so. Und es bleibt dieser crispy, luftige Geschmack. Und dazu müssen wir es aber einmal vorher behandeln. Und das bedeutet dämpfen. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz zum Dämpfer. Anderthalb okay, schaue ich mir gerne an. Dann wird das ganz luftig und ganz weich und dann können wir es verarbeiten. Weil ich kenne das ja auch, dass man manchmal das vielleicht walzt, bevor man das einrollt. Dann hat es ein bisschen dichtere Struktur, aber du willst, dass es jetzt richtig schön crispy ist, locker leicht. Ja. Das leicht, ich will einfach was Besonderes. So. Cool, guck ich mir an. Na dann los. Ich war ja auch eher bei Jörg, dass das eben ausgerollt wird, aber er hat einen Trick auf Lager. Er dämpft das ganz leicht an, dann wird es biegsam, dann kann man damit arbeiten und somit bleibt die Struktur später von diesem luftigen, ich nenne es jetzt mal Toastbrot, dem Tramezzini, sehr clever. Voilà. So. Unser Klebstoff. Ja, und nicht nur Klebstoff, ne? Das ist auch Geschmack und schaut optisch schön aus. Einmal einrollen bitte. Marc überlässt nichts dem Zufall. Bei dem gelernten Koch hat alles System. Und siehst du die Höhe vom Mantel? Das ist exakt noch so hoch, wie es gekauft wurde. Da ist nichts gepresst, nicht durch irgendeine Nudelmaschine gelassen oder sonst irgendwas. Genial. Das muss jetzt getrocknet werden, circa 2 Minuten im Ofen. Das können auch 120 Grad sein. Dann ist das total trocken außen und dann durch eine heiße Pfanne rollen. Goldgelb, du hast den Crispy-Teig innen drin, total fluffig. Dann kommt das Lamm in der Mitte der Thymian. Oh. Klingt spannend, ich freue mich. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt raus, weil ich habe schon wieder richtig Appetit. Abflug, ich habe keine Zeit. Ja, mach's gut. Danke. Schließlich will Marc seine Mitstreiter nicht lange warten lassen. Bühne frei für Runde 2. Können die Hauptgerichte die Vorspeisen noch toppen? Jenny hat sich für Joghurthähnchen, gratiniertes Gemüse, Masala-Dip und Pita entschieden. Und mundet es? Ein ganz zartes Hähnchen. Muss ich gar nichts auszusetzen. Was mir besonders gut schmeckt, ist diese Kruste, die an dem Hähnchen dran war. Also, wenn das mariniert wird, entwickelt sich ja dadurch wie so eine Panade oder eine Kruste. Und ich finde das total lecker. Auch zu Hause mag ich das. Und das hatte ich auch heute an meinem Joghurthähnchen auch mit dran. Mit meinem Masala Dip. Ganz kleine Schärfe hat das. Schmeckt ein bisschen nach Curry, so wie ich es herausschmecken kann. Ist total angenehm zu dem Hähnchen. Masala Dip habe ich zum ersten Mal gegessen. Ich weiß halt aus dem Kräuterregalen, dass es extra auch so Kräutermasala gibt. Weiß nicht, was es genau für Kräuter drin sind. Für mich war es super lecker. Vielleicht kannst du mir da helfen. Bist du raus? Bist du auch raus? Naja, dann ist ja nicht so schlimm. Für mich. Stellst du die Frage an Mike? Ja, gute Frage. Lieber Mike, was ist Masala? Also, das ist eine eigene Currymischung. Masala, die ist nicht jetzt nicht so gelb, wie wir das so gewohnt sind. Und da hat Indien ja einiges aufzuwarten, ne, in diesem Currybereich. Aber das Gericht ist auf jeden Fall indisch angelehnt. Widmen wir uns jetzt Mikes Testessen. Die Spicy Duck Chimichurri mit Rotkraut und Paratha probiert jetzt auch Jörg. Alles nach deinem Geschmack?
Ich habe ja im Prinzip dieses Spicy Duck. Dieses Spicy kommt auf jeden Fall sehr stark raus. Man hat das, also ich würde fast vermuten, dass die Ente quasi so konfiert wurde. Sie ist sehr weich, sehr zart, sehr saftig. Das ist schon der Effekt, den er beschreibt, ist, das ist gut. Konfieren heißt zwar eigentlich, dass man im Fett was gart, aber hier in diesem Fall ist es ja dann quasi über das Vakuum mit den ganzen Marinaden und Gewürzen gegart worden und es erzielt dann auch so einen Effekt. Ich habe bei der Ente nicht jedes einzelne Gewürz herausgeschmeckt. Es war auf jeden Fall, es war eine gewisse Schärfe da, es war eine gewisse Süße da und eine gewisse Aromatik, die wahrscheinlich verschiedene orientalische Gewürze so mit sich bringen. Ja, ja, kann man auch mal so sagen. Es ist ja dann doch ein hoher Anteil an Koriander drin. Und da sind wir eher im Kopf ganz schnell bei Asien. Ne? Auch Mexiko und Südamerika eben allgemein arbeitet viel mit dem Koriander. Das darf man mir jetzt nicht übel nehmen. Da hast du einfach eine Geschmacksexplosion im Mund und sollst jetzt hier Mexiko sagen. Also das passt schon alles, was er sagt. Wenn man sich das Ganze betrachtet, an und für sich ein sehr einfaches Gericht, rein grundsätzlich, aber in der Zubereitung der einzelnen Komponenten mit dieser Soße. Ich habe ja auch zusätzlich noch so eine Aprikosen-Chimichurri. Also die drei verschiedenen Dips, die es dazu gab, haben das Ganze natürlich noch mal ein bisschen abgerundet, weil auch dieses Aprikosen-Chutney noch mal eine ganz andere Aromatik mit reingebracht hat. Ja? Also dieses Süße, es hat einfach Spaß gemacht, damit ein bisschen zu spielen. Dann hol dir doch mal dein Feedback ab, Marc. Ragazzi, ja. Seid ihr satt geworden? Also, mehr als das. Gut. Lukas Hauptgang, Zander und Schweinshaxe, Spitzkohl und Senf, Miso und Süßkartoffel. Das ist alles Geschmacksbomben, die in einer Zusammenspiel da in so ein, das ist Bombe, das ist clever, das ist überlegt, das ist intelligentes Kochen. Nur sieht Luca das genauso? Wir hören. Ich habe wirklich vor dem Teller gesessen, habe versucht, es zu verstehen. Ich habe mir größte Mühe gegeben und muss aber zu dem Schluss kommen, dass ich das Gericht so nicht verstehe. Ich finde, dass du auf dem Teller hier eigentlich zwei separate Gerichte anrichtest. Du richtest einmal den Zander an mit dem Süßkartoffelpüree oder der Süßkartoffelmuslin. Der Zander war hervorragend gebraten. Der war hervorragend abgeschmeckt. Die Süßkartoffelcreme, unter der er war, hatte eine super schöne Konsistenz. Die hatte den Geschmack von der Süßkartoffel. Alles gar keine Frage. Auf der anderen Seite hast du dann deine Schweinehaxe. Die ist für meine Begriffe etwas zu stark gepökelt und dadurch etwas trocken. Und den Spitzkohl, in dem die Schweinehaxe auch wieder vorkommt. Die einzelnen Komponenten hatten vielleicht minimale Kritikpunkte. Aber minimale Kritikpunkte. Aber ich habe einen Teller und das ist für mich immer zu betrachten als ein Teller. Es fehlt mir halt so ein bisschen diese feinere Abstufung, dass da so ein paar Level drin sind, durch die ich mich durchessen kann und wo ein bisschen was passiert. Das ist sehr dicht. Das ist das, was ich dir dazu zu sagen habe. Und ich hoffe, du nimmst mir nicht böse, dass wir vielleicht nicht denselben Geschmack haben bei diesem Teller. Überhaupt nicht. Das Ding ist eine Bombe. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist auch nicht für jedermann, sage ich dir so, wie es ist. Nö, ist es auch sicherlich nicht. Aber es gibt, Gott sei Dank, Menschen wie du, die sich dann damit auch beschäftigen. Das ist das, was mir gefällt. Ja. Okay. Schade, es hat nicht ganz gereicht. Einer darf noch. Sascha hat den Lammrücken im Tramezzini-Mantel, Wasabi-Jus und Zucchini geordert. Was hast du dem Gastgeber zu sagen? Also Marc, ich hatte gerade eine kurze Reise von Asien nach Frankreich. Als der Teller kam, habe ich gedacht, Gott, ich sitze bei Paul Bocuse. Das Zucchini-Törtchen war für mich ein Traum. Das war mega geil, auch mit der kleinen konfierten halben Tomate. Der Lammrücken, perfekt gegart, mit der Farce, mit dem Tramezzini. Was für mich das persönliche Highlight ist die Soße. Die Soße ist für mich Asien pur, obwohl ich trotzdem mich wie in Frankreich fühle. Was für ein Kompliment. Die einzige Kritik, die ich habe, ich hatte leider wirklich ein Stück, das passiert aber, passiert mir auch genauso, ein Stück, wo eine Hauptsehne drin sitzt. Das eine Teil, da war so ein kleines Oberfilet drauf. Wenn man das runterschneidet und davon noch die Sehne entfernt, dann ist das weg. Ja? Und dann haben wir gar nicht solche Gespräche hier. Also, und das war anscheinend ja auch nur eine Kleinigkeit. Danke für euer Feedback und dann kümmere ich mich jetzt ums Dessert. Wir freuen uns. Ich bin sehr auch. Ja. Danke dir. Im Weltrat übernimmt jetzt Küchenchef Piotr die Dessertzubereitung.
Ein hoffentlich würdiges Finale. Servus! Hi, grüß dich! Hi! Hi, ich bin Piotr. Ich bin Sascha, ich hab dir was mitgebracht. Dankeschön. Auch so mal schön zum Einstand, ne? Den Dessertkönig gleich mal platt machen, ne? Mit Alkohol. Heute machen wir Buchten. Ja. Mit Marillen. Geil. Mit Bournonnet-Eis. Und dazu haben wir schöne Vanillesauce. Geil. Buchteln kennt man ja aus dem süddeutschen Raum oder aus Österreich. Da ist das wirklich bekannt. Aber hier so Mitteldeutschland ist es noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ich denke, man kann das dadurch bekannt machen. So, willst du mich helfen? Na, sehr gern. Ja, dann machst du bitte diese Hefe rein. Hier. So, weiter machen wir Zucker. Das sind einmal Puderzucker und einmal normal Kristallzucker. Ja. Piotr ist eigentlich gelernter Elektroniker. Hinter den Herd wechselte er im Jahr 2010. Gelingt dem gebürtigen Polen eine Dessertpunktlandung? So, und jetzt in unsere Maschine. Schön ruhen lassen. Erstmal ein bisschen langsam, nicht ob die Mehl kommt gleich auf uns. Ja. So, jetzt in der Zwischenzeit können wir die Formchen machen. Ja, gerne. Machen wir Butter. Und Mehl erstmal aufgießen, einen Löffel, ich bringe Butter. Sascha übernimmt mal fix die Vorbereitung der Förmchen. Ja, und gleich können wir nach 3 Minuten umrühren, können wir schon Form machen. Ja, cool. Für die Buchteln gibt es als nächstes ein Eibad. Danach wandern gleich mehrere von ihnen in eine Form. Was sagt der Profi? Na schau, das finde ich auch geil. Pass mal auf, weil ich wollte gerade sagen, macht er die einzeln. Er macht kleine Buchteln. Und jetzt macht er diese schon kleine Form, noch kleinere Buchteln und die backen gemeinsam auf. Was meinst du, wie geil das ausschaut? Ja, Piotr, kann ich dir noch irgendwie helfen? Ich glaube nicht, wir sind durch. Ich muss nur Nussbutter-Eis machen dazu, Marillen und ich glaube, kannst du schon Platz nehmen. Danke. Vielen Dank. Zeit für das süße Finale. Werden Piotrs Desserts den Abend perfekt abrunden? Wir starten mit Jennys letztem Gang. Apfel-Walnuss-Tart mit Kaffee-Eis und Baileys. Ganz feines, tolles Walnuss-Eis oder Kaffee-Eis besser gesagt, mit den Walnüssen zusammen, den Baileys noch dazu. Ist ein super Aroma im Mund. Äpfel, mein Apfel-Tart schmeckt halt nach Äpfeln. Apfel schmeckt nach Apfel. Das war wirklich ein sehr aromatisierter Apfel. Bei meiner Tarte habe ich außenrum Walnüsse, die halt in den Teig mit eingearbeitet sind, haben ein schönes, frisches Aroma, die Walnüsse. Also für mich hat das alles zusammen super harmoniert. Das ist genau die Welt, für die Jenny ja lebt. Die atmet sowas ein. Ich wette, die speichert sich gerade mal den Geschmack ab. Jetzt steht Saschas Nachspeise auf dem Prüfstand. Burnt Cream, Panna Cotta Style mit Mango und Joghurt-Eis. Na? Er hat das sehr charmant gelöst, unser lieber Marc. Er hat die eine Seite nur abgebrannt und die andere Seite wirklich mit einer frischen Mangosoße überzogen. Die ist auch extra nicht so süß gemacht, finde ich ganz gut, weil die Panna Cotta wirklich extrem süß ist durch den gebrannten Zucker noch mal obendrauf. Passt dadurch sehr gut zusammen. Ich habe so eine schöne Nocke vom Joghurt-Eis. Sehr gut cremig. Ich denke mal, hat anständig Sahne mit untergehoben. Hat aber trotzdem eine schöne frische Säure. Ich hätte es sogar noch ein bisschen überspitzter gemacht, weil die Panna Cotta halt relativ viel auf dem Teller war. Hätte die Joghurt-Nocke etwas, also die Joghurt-Eis-Nocke etwas größer sein können sogar für mich. Naja, solange wir über Größe von irgendwelchen Joghurt-Eis reden, ne, haben wir ja keine wirklichen Probleme, oder? Kann man so sagen. Und damit zu Lukas' Wahl. Gâteau au Chocolat, nochmal Schokolade und noch mehr Schoki Blutorangensorbet. Würdest du das nochmal bestellen? Also es ist natürlich erstmal wieder richtig viel Handwerk auf dem Teller. Von Eis über Creme, über Mousse, Biscuits, Ganache, ein Crisp. Handwerk 10 Punkte, ne, mein Freund? Handwerk. Das Eis ist ein wenig herber. Die Creme, insbesondere wenn man sie mit der weißen mischt, ist ein eher auf der süßeren Seite. Das Törtchen hier mit der Ganache oben sehr cremig, sehr leicht, sehr locker. Und die Hippe halt mit dem Crisp. Die rote Bärengrütze bringt natürlich ein bisschen Säure mit rein, was der ganzen Sache auch wirklich gut tut. Die Bärengrütze, die er dazu gereicht hat, war sicherlich ein Punkt,
der ganzen Sache gut getan hat, weil ansonsten wäre es tatsächlich irgendwann an einem Punkt gekommen, wo man hätte sagen müssen, ich bin fertig mit dem Dessert, ohne dass man es aufgegessen hätte. Es hätte für mich ein bisschen mehr Bitterschokolade noch dabei sein können, noch ein bisschen dunkler sein können, dann hätte es mich vollends abgeholt, aber auch so völlig lecker und valide. Ich kann da nicht reinschmecken, ich kann nur sagen, was ich da fachlich sehe und fachlich sehe ich da eine 10. Und das muss man erstmal schaffen. Jörg hat sich für die Buchteln mit Marillen, Beurre Noisette, Eis und Ziegler entschieden. Was denkst du? Also ich habe hier nicht bloß so ein kleines Dessert, sondern ich habe richtig so ein kleines Arrangement, wie man hier sieht. Ja, bestehend aus den Buchteln, die auch wirklich warm angekommen sind. So ein luftiges Hefeteiggebäck. Warm, locker, luftig, leicht. Also das Marillenkompott schmeckt nicht zu süß. Hat so eine fruchtige Säure und ergänzt hervorragend die anderen Komponenten mit den Buchteln, mit dem Eis und mit der Vanillesoße. Und dann für mich das Highlight, also zumindest was die Show anbelangt, so ein Marillenschnaps im Zerstäuber, wo man hier tatsächlich jeden Bestandteil, wenn man denn möchte, ich möchte. Man merkt. Ziegler Marillenschnaps, ne, ist mein Parfüm. Gastgeber Marc bittet die Konkurrenz zur Kasse. Die Weltrad Manufaktur bedankt sich für den Besuch. Ein Blick auf die Zahlen. Wir haben heute insgesamt 336,10. 228 Euro entfallen auf das Essen und 124 Euro auf die Getränke. Das ist durchaus günstig, ne? Knapp über 55 Euro pro Person für Hammerprodukte mit einer unglaublichen Kochleistung dahinter. Also super Preis. Wie viele Punkte spendiert die Konkurrenz? Schafft es Jörg auf den ersten Platz? Eine 8. Das ist weit oben. Vielleicht von Luca. Ich gebe dem Marc und dem Weltrat 8 Punkte. Wow. Bam. Geil. Wie cool. Sehr schön. Also ich hatte heute einen Kommentar mit, Gaumenorgasmus. Vielleicht trifft es die Jenny. 10 Punkte. Alter. Nein. Das wird jetzt wird's krass. Jetzt wird's das ist toll. Weil das ist, nee, das zeigt dir, dass du mit vielen Dingen doch richtig lagst, denke ich. Das ist der Sascha. 8 Punkte. Eine 8. Noch eine 8. Noch eine 8. Ein rundes Ding, würde ich sagen. Ja, ne? Toll. Welchen Namen hat man denn noch nicht? Der Jörg. Der Jörg? Ja, vielleicht der Jörg. 10 Punkte. Ein rundes Ding. Also wir sind schon wieder punktgleich mit Tag 1 und Tag 2. Was ist denn hier los, Alter? Für mich aber nebenbei nochmal hier und da paar zu wenig Punkte. Die Achter müssten eine 9 sein, sage ich ganz ehrlich. Also, kleinen Gruß an Sascha und an Luca. Damit liegt Marc gleich auf mit Luca und Jörg. Jenny ist mit nur 30 Punkten abgeschlagen. Morgen muss sich Sascha beweisen. Bei ihm gibt es regionale deutsche Küche und ein echtes Highlight. Heike ist die amtierende deutsche Meisterin im Flambieren. Es wird heiß. Hoffentlich verbrennt sich niemand die Zunge. Das Keulenstück war leider gar nicht meins.